Bindung lässt mich nicht los. Matthias, der Satyre, verlor sich in seinem Flötenspiel und brachte zauberhafte Töne hervor. Eine so betörende Musik, die, so schien es, alles bisher Gehörte übertraf. Von seinem Übermut überwältigt, glaubte er, er könne Apollos Spiel übertreffen. Jedenfalls strafte ihn der Gott für seinen Hochmut. Matthias wurde das Fell über die Ohren gezogen, er wurde geschunden. Hat der unbegreifliche Tizian wenige Jahre vor seinem Tod, er war bereits 90, dieses Sujet gewählt, um die Strafe für eine anmaßende Haltung zu beschwören? Hat er dieses Werk, dessen Essenz 500 Jahre Malerei vorwegnimmt, hervorgebracht, um seine Haut zu retten? Ist er in die mythologische Dunkelheit eingedrungen, Prometheus gleich, um das ewige Licht des Lebens zu rauben? Nicht viel später wurde er von der Pest hinweggerafft. Sein Haus voller Schätze und Gemälde fiel einer Plünderung zum Opfer. In Tizians Bild, in der eine geheimnisvolle Vision realisiert ist, da selbst das Sujet nur Medium ist, um etwas Unsichtbares zu machen, scheinen die Figuren, Gegenstände, die Landschaft in ihren sich auflösenden Konturen nur noch von einer fließenden, aus sich selbst glühenden Energie zu sein. Sie lassen uns Zeuge werden von der Entstehung einer Gestalt aus purer Erregung. Das Unergründliche darzustellen, ist schon etwas Unerhörtes. Der Preis für die Schönheit, jener, die eine Glut des Lebens entfacht und die Seele in Schwingung versetzt, die eine Furche hinterlässt, ähnlich jener, die das Messer der Schindung vollführt, ist hoch. Offenbar muss man allem entsagen, was uns an die Wirklichkeit der sterblichen Wesen bindet, ohne auch nur ein Ding der täglichen Verantwortung zu vernachlässigen.